Und noch eine Zukunftsvision, grüner Strom aus Pflanzen. Niederländische Forscher haben diese Idee entwickelt. Eine Testbox gibt es bereits zu kaufen und da haben wir natürlich zugeschlagen. Was halten Sie davon? Das ist Familie Müller aus Berlin. Wir haben Ihnen die Kiste mit dem neuartigen Stromsystem überlassen und Sie gebeten, dieses zu testen. Knapp 180 Euro kostet die Kiste. Hier soll alles drinstecken, um Strom aus lebenden Grünpflanzen zu erzeugen. Bloß, wie machen das die Pflanzen? Naja, Pflanzen können Luft säubern, habe ich gehört. Und sie sind Lebewesen. Naja, feucht ist die Erde ja schon mal. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber wo der Strom dann herkommt, keine Ahnung. Gut, wir haben jetzt hier diesen Plan. Die Familie macht sich an den Zusammenbau des Stromsets. Zuerst muss ein Draht aus Titan zu einer Schlaufe geflochten werden. Durch den Draht fließt später der Strom. Auch die Blumenerde ist im Testset mit dabei. Organische Erde, die Mikroorganismen im Bodenreich anzieht. Nur die Pflanzen musste die Familie vorher selbst kaufen. Am besten eignen sich solche, die viel Wasser vertragen. Denn feuchter Boden leitet den Strom besser. Sohn Jakob schneidet zum Schluss einen Fließdeckel aus. Er dient als Isolierschicht zwischen dem Draht im Blumentopf und einem Kohlefilz obendrauf. Mit dem Draht im Filzteller wird der Stromkreislauf später geschlossen. Der Aufbau des Sets ist schon mal einfach. Ja, jetzt soll man es gießen. Dann der spannende Moment. Produziert die Pflanze tatsächlich Strom? Es zeigt 212 Millivolt an. Wow, super. Das kleine Fenzchen. Im Bauset enthalten ist ein Stromwandler, der die Millivolt-Leistung der Pflanze in 5 Volt umwandelt. Und, leuchtet? Nee, noch nicht. Sag mal. Ja, ich sehe da nichts. Nee, ich sehe auch nichts. Müssen wir wahrscheinlich noch mehr pflanzen. Genau. Das Stromset ist ja auch für insgesamt 5 Pflanzen ausgestattet. Eine Viertelstunde später haben die Müllers alle 5 Töpfe fertig. Um maximale Leistung aus den Pflanzen zu erzeugen, verbindet die Familie die Stromleitungen der Töpfe miteinander. Zusammen müssen sie mindestens 330 Millivolt produzieren, um mit Hilfe des Stromwandlers die Lampe zum Leuchten zu bringen. Ja, oh, super. 5 Pflanzen produzieren genügend Strom. Ich war da schon ziemlich skeptisch. Einfach aus so einer Grünpflanze mal Strom ziehen, das ist schon ungewöhnlich. Die Idee dazu wurde an der Niederländischen Universität in Wageningen entwickelt. Das Team um die Biologin Marjolein Helder schafft aber schon mehr als nur ein kleines Licht mit Pflanzenstrom zu versorgen. Das ist ein Modulsystem, das genug Strom erzeugt, um ein Handy aufzuladen. Wenn man das gesamte Dach bepflanzen würde, hätte man genügend Elektrizität, um den halben Haushalt mit Strom zu beliefern. Doch wie schafft das die Pflanze? Bei der Photosynthese produziert diese organisches Material. Einen Teil davon braucht die Pflanze zum Wachsen. Der Rest wird über die Wurzeln in den Boden ausgeschieden. Dort leben Mikroorganismen, die das organische Material zerlegen. Bei diesem Prozess werden Elektronen freigesetzt. Mithilfe von Titandrähten kann nun Strom abgeführt werden. Die Pflanzen wachsen trotzdem ungestört weiter und liefern gleichzeitig Strom. Vor knapp einem Jahr zeigten die Wissenschaftler, dass Pflanzenstrom alltagstauglich ist. Die Vernetzung von einigen 100 Pflanzen auf rund 100 Quadratmetern Fläche erzeugte genug Strom für die Warnleuchten einer Leitplanke. Pflanzenstrom für eine sichere Straße. Die Müllers testen auch weiter. Denn rein theoretisch können Geräte mit USB-Kabel mit Strom aus dem Testset versorgt werden, dank des Stromwandlers, der den Pflanzenstrom in 5 Volt umwandelt. Das ist die Strommenge, die durch ein USB-Kabel läuft. Zum Beispiel das eines Handys. Doch funktioniert das mit den 5 Pflanzen? Und, Letz? Ja,
Oh, er erkennt das Ladegerät nicht, aber das heißt, dass er immerhin Strom hat. Das Handy erkennt die Pflanzen tatsächlich als Stromquelle. Allerdings sind 5 Pflanzen noch zu wenig, um das Telefon aufzuladen. Das liegt auch daran, dass Handys je nach Modell unterschiedliche Ampere-Leistungen benötigen. Deshalb besuchen wir noch einmal das holländische Stromlabor in Wageningen. David Strick will zeigen, dass die Pflanzenbatterie bereits einsatzfähig ist. Man braucht ungefähr 10 Quadratmeter Pflanzen, um ein Handy wirklich aufzuladen. Aber wir können mit der grünen Technik schon kleinere Geräte bedienen. Für den Taschenrechner genügen nur ein paar Pflanzen. Der Taschenrechner benötigt normalerweise eine 1,5 Volt Knopfbatterie. Auch ohne Stromwandler produzieren diese 3 Pflanzen zusammen genügend Strom, damit der Rechner funktioniert. Langfristig will man mit Pflanzen Strom in Regionen erzeugen, die keinen Zugang zu Elektrizität haben. Das Ziel ist, Pflanzenstrom in Feuchtgebieten einzusetzen, zum Beispiel in Reisfeldern. 2000 Quadratmeter reichen, um 500 Watt aus den Pflanzen zu generieren. Das ist so viel Strom, wie ein typischer Haushalt hier in Holland benötigt. Das sind etwa 3 Fußballfelder. So viel Platz hat Familie Müller nicht. Der Pflanzenstrom funktioniert trotzdem. Ich sehe nichts mehr, mach mal Licht an. Eine sehr kleine Leselampe. Aber 5 Pflanzen reichen eben nicht für mehr. Trotzdem, die Tests in den Niederlanden zeigen, dass Pflanzen Strom produzieren. In etwa 2 Jahren soll die Technik so weit sein, dass erste Geräte mit grüner Pflanzenenergie aufgeladen werden können. Dann kommt in die Welt des Stroms neuer Schwung.